Präsident des TTC Fortuna Passau, Hannes Wetzel. In der vorigen Saison war der TTC Fortuna Passau in der Saison, furios in der Saison gestartet und musste dann mehrere, vor allem Heimniederlagen, einstecken. Woran ist dies Ihrer Meinung nach gelegen? Zunächst einmal muss man sagen, diese Liga war so ausgeglichen besetzt, dass durchaus solche Niederlagen eben zustande gekommen sind, weil eben 6-4 oder 5-5 oder so, war immer, hat es ja gesehen bei den Ergebnissen, ja, war immer ganz knapp. Das andere war eben, dass man doch in der Rückrunde einige Spieler von uns einen leichten Leistungseinbruch gehabt haben und wie gesagt, bei einer so ausgeglichenen Liga spiegelt sich das sofort in den Niederlagen. Aus, und was wurde unternommen? Ja, die Planungen war so, dass wir zunächst einmal die Mannschaft verstärken und verjüngen wollten. Und das ist uns auf alle Fälle gelungen. Zunächst einmal verstärkt, wir haben den Spitzenspieler von Saarbrücken 2 bekommen, der in der Rückrunde die beste Bilanz gespielt hat voriges Jahr. Und wir konnten uns verjüngen. Der Lakatosch, dieser Spieler ist erst 23 Jahre und wir haben uns dann folgerichtig, aber doch schweren Herzen, von unserem langjährigen Spitzenspieler früherer Zeiten, ja, den Thomas Sadilek, trennen müssen, der eben 40 war. Mhm. Und so gesehen sehen wir der neuen Saison sehr positiv entgegen. Kristallisiert sich noch irgendein Favorit in der kommenden Saison heraus? Meiner Ansicht nach ist der vorigjährige Meister, das ist der TSV Königshofen, auch heuer wieder Meisterschaftsfavorit. Die haben sich sehr bedeutend verstärken können mit 2 ganz starken Spielern von Frickenhausen. Aber dieser Langzeitverletzte, der Kilian Ort, der ja voriges Jahr fast nicht gespielt hat, wenn der wieder nicht spielt, und das kann durchaus möglich sein, dann sind sie wesentlich schwächer, aber mit ihm sind sie meiner Ansicht nach fast nicht zu schlagen. Zwei Liga zu schultern kostet ja sehr viel Geld. Ja? Wie finanziert der TTC Fortuna Passau diesen Aufwand, zumal ja auch die Zweite in der Oberliga weite Strecken in Kauf nehmen muss? Ja, mit allen Aktivitäten, was es so gibt, mit Sponsoren, mit Magazinen, mit Tombolas und Förderkreis und sehr vielen uns zugetanen Sponsoren, können wir das alle Jahr mit großem Aufwand und mit großem Idealismus können wir das immer wieder hinbringen. Wie stehen die Chancen des TTC Fortuna Passau und was wünschen Sie sich persönlich für die kommende Saison? Die Chancen sind gut, wie ich ja am Anfang erwähnt habe. Ja. Ich wünsche mir, dass wir auf alle Fälle vorne mitspielen, was dann am Schluss herauskommt. Ja, aber wir möchten schon unter den ersten 2, 3, 4 wollen wir dabei sein. Von Meisterschaft reden wir zunächst einmal nicht. Die Fans stehen ja hinter den Fortunen. Ja, was würde Tischtennis Ihrer Meinung nach noch attraktiver machen? Wir haben schon sehr viel getan in der zweiten Bundesliga, um diesen Tischtennis attraktiver zu machen. Wir sind von 6 auf 4 Mannschaften gegangen. Wir sind dann eben dann auf die eingleisige Liga gegangen, ja, damit das Niveau noch stärker ist. Ja. Und dadurch konnten wir schon erreichen, dass die Spiele nicht so langatmig sind. Wir haben ja früher, Sie können sich sehr erinnern, ja, 4 und 5 Stunden dort gesessen. Jetzt geht es halt 3, 3, 3,5, wenn es wirklich eng wird und so. Das akzeptieren die Zuschauer schon. Aber man muss sich halt immer auch sagen, Tischtennis ist nicht Fußball. Ja. Aber wir sind mit unserem Interesse und der umliegenden Fans doch sehr zufrieden. Ja. Voriges Jahr haben wir, wie Sie am Anfang gesagt haben, ja einige Heimniederlagen gehabt, die wirken sich natürlich sofort aus. Ja. Aber heuer hoffen wir, dass wir eben gut spielen, wir haben attraktive Spieler. Zum Abschluss noch eine Frage, falls Sie im Pokal weiterkommen sollten, ja. Ja, wo wird das Spiel stattfinden, falls Sie ein Heimspiel zugewiesen bekommen? Das findet auf alle Fälle hier in dieser Halle statt. Und zwar ist es ja so, dass wir den Pokal nur auf einem Tisch spielen, sodass wir ringsherum Platz bekommen. Wir wollen auch unsere fahrbare Tribüne anders platzieren. Ja. Und dann bin ich schon der Meinung, dass wir ungefähr 150 bis 200 Zuschauer mehr reinbringen. Und der Gegner wäre natürlich attraktiv. Ja. Der Vizemeister, deutscher Vizemeister, 1. FC Saarbrücken, ja, der ist uns zugelost. Mhm. Und sollten wir gewinnen, müssen wir das im Laufe des Septembers über die Bühne bringen. Wahrscheinlich dann an einem Freitag oder vielleicht an einem Mittwoch. Als Wochenende wird nicht gehen, sind Spiele, 1. Bundesliga, 2. Bundesliga.